Ich hatte einen ganz wilden Fall, ist auch wirklich anekdotenhaft, aber da sind mehrere tausend Euro aus einem gewerblichen Index, aus einer gewerblichen Indexvereinbarung aufgelaufen über eine wirklich längere Zeit. Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge R&G Immobilien- und Investment-Podcast, heute mit dem Teil 2 unserer Interviewreihe mit Matthias Neulte, dem digitalen Hausverwalter, der uns hier gemeinsam als Hausverwalter mal die Kombination zwischen Investor und Hausverwalter darstellt und uns zeigt, welche Unterlagen, welche Details wir da prüfen müssen, um die Chancen eines Investments optimal heben zu können. Total spannendes Thema, was sehr umfangreich geworden ist. Vielen Dank, dass du immer noch hier bist und dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute noch ein bisschen mehr über den Teil 2 sprechen können. Ja, sehr gerne. Danke für den zweiten Teil. Einmal kurz zurück zu den Mietverträgen, weil wir jetzt schon bei Kautionen angelangt waren. Aber in den Mietverträgen stehen für mich als Investor auch noch andere wichtige Parameter drin, wie zum Beispiel, also ich sag mal jetzt so allgemeine Themen, Kleinreparaturklausel, ne, ist die in solchen Mietverträgen vereinbart oder. Also diese kleinen Dinge lasse ich jetzt mal außen vor. Aber was zum Beispiel für mich natürlich auch wichtig ist, ist nachzuschauen, handelt es sich um Staffelmietverträge, Indexmietverträge, ne? Gibt es vielleicht auch Laufzeiten, wenn es jetzt Gewerbemietverträge sind, wie lange sind die Laufzeiten, muss ich da irgendwo ein Optionsrecht beachten oder. Denke ich, wirst du auch in der Übernahme wahrscheinlich identisch machen, oder? Total, weil das ist wirklich ein ganz wesentlicher Punkt. Also aus den Dingen, die du da beschreibst, also aus der Prüfung des Mietvertrages, ob das jetzt privates Wohnen ist oder im Endeffekt gewerblicher Mietvertrag ist, daraus ergeben sich diese Komponenten der Laufzeiten, der Mieterhöhungsmöglichkeiten und dieser auch durchzuführenden Erhöhungen. Ein Beispiel, wenn eine Indexmiete vereinbart ist, dann ist der entsprechende Intervall zu prüfen sozusagen und auch die Erhöhung auszusprechen möglicherweise. Man muss also wirklich gucken, erstens ist die Indexmiete vereinbart, zweitens, wann ist die nächste Erhöhungsoption, wann ist die fällig. Bei einer Indexmiete muss man ja sogar sozusagen den prozentualen Wert des Statistischen Bundesamtes Verbraucherpreisindex mitdenken. Man nach muss oben also, und auch nach unten. Ne? Genau, ja. Das geht in beide Richtungen. Ja. Ja, man muss aber ganz am Ende diese Karte ziehen und um das zu können, und darauf will ich hinaus, muss man wirklich klar analysiert haben, wann diese sozusagen Bedingungen auch wirklich zutreffen, der entsprechenden Mieterhöhung. Ne? Und das ist die laufende Betreuung, die ich dann in der Verwaltung sozusagen systematisch aufnehme und terminlich, aber auch von der Höhe der entsprechenden Anpassungen der Mietzahlung einfach laufend prüfe und dann auch durchführe, wenn sie soweit sind. Denn das ist auch der Klassiker, das geht dir dann durch. Ne? Ja, wenn du das nicht sozusagen systematisch betreibst, dann übersieht man das und dann verpasst man diese Chancen möglicherweise auch. Ich hatte einen ganz wilden Fall, ist auch wirklich anekdotenhaft, aber da sind mehrere tausend Euro aus einem gewerblichen Index, aus einer gewerblichen Indexvereinbarung aufgelaufen über eine wirklich längere Zeit, weil ganz am Ende nie sozusagen die ursprünglich vereinbarte Indexmiete, die sogar ohne Ankündigung vereinbart war, also eine automatische Erhöhung sozusagen. Ja, genial. Für den Vermieter eine gute Situation. Eigentlich schon, ne? Aber dann hast du natürlich ein großes Problem. Dann ist irgendwann, wenn das nie gezogen worden ist, musst du gucken, Riesennachzahlung, die dann notwendig wird, und dann hast du einen großen Streit im Endeffekt auch. Wenn es anders strukturiert ist, auch das nochmal, dann hast du möglicherweise eben auch Verluste. Ne? Also wenn es dann nach informiert werden muss und du machst es nicht, du ziehst den Joker nicht oder denkst auch möglicherweise nicht an die Staffelmiete, die ja auch im Endeffekt erhoben werden muss, wenn sich dann eine Anpassung, wenn dann eine Anpassung durchzuführen ist, dann hast du das reelle Verlustrisiko an der Stelle. Ja. Also ich finde das total spannend, weil wir die ganze Zeit uns an Parametern jetzt gerade entlanghangeln, die alle im Mietvertrag geregelt sind. Mir aus meiner Finanzierungsbrille, also wenn ich jetzt im Finanzierungsalltag mal so dran denke, wann ich die letzten Mehrfamilienhäuser finanziert habe, da ist es total oft so, dass ich dann, also je nach Bankpartner, das machen nicht alle, aber ein Großteil der Banken will die Mietverträge sehen. Ne? Und dann teilweise ist es so, wenn ich dann dem Kunden sage, bitte hol mal alle Mietverträge, ja, es muss doch das Mietkonto reichen.
So, und wenn man jetzt mal kurz unser Gespräch, was wir jetzt gerade hier führen, nochmal zusammenfasst und dann überlegt, welche Risiken, aber auch Chancen sich im Mietvertrag verstecken, dann muss ja eigentlich klar sein, warum die Bank ein Interesse hat, auch mal die vertragliche Grundlage zu sehen und nicht einfach nur einen Kontoauszug vom Mietkonto haben möchte, so nach dem Motto, jo, Mieten gibt's. Also da ist eine Gesamtmiete, die beträgt x Euro, die kommt schon rein. Ne? Also da steckt so wenig Informationen drin, wenn man nur die Mietzahlung als solche betrachten würde, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt gerade alles an Punkten mal aufgezählt haben, die im Mietvertrag stehen. Absolut, so ist das. Ne? Also das ist wirklich die einzelne Zahlung, die gibt ja eigentlich nur Auskunft darüber, dass eine Zahlung passiert ist. Also die Umsatzverbuchung auf dem Mietkonto hat eigentlich wirklich kaum Wert. Ne? Also man muss ja wirklich schauen, in welche langfristige Bindung, aus welcher konkreten Bindung auch, ist denn wirklich eine Bindung mit einem Mieter überhaupt vorhanden? Die grundsätzliche Frage muss man ja auch erstmal stellen. Deswegen kann ich die Bank da sehr gut verstehen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das muss man prüfen, schauen und auch bewerten im Endeffekt, weil da entscheidet sich auch die Qualität sozusagen dieser eigentlichen Miet- und damit auch Ertragssituation. Und dann, da wird sie verbindlich, da wird sie echt, so gesehen. Und das geht weit über den Umsatz auf dem Mietkonto hinaus, ja. Also wenn ich jetzt mal diese gesamte Ankaufsprüfung aus Investorensicht nehme, dann soll jetzt hier an der Stelle auch auf gar keinen Fall der Eindruck entstehen, dass man da bis ins letzte Detail alles bei der Ankaufsprüfung geprüft haben muss, bevor ich die Kaufentscheidung treffe. Das ist auch nicht meine Vorgehensweise. Also ich gehe schon sehr trocken her und den Fall habe ich vorhin ja beschrieben. Ich gucke mir die normale Miete an, die an dem Markt erzielt werden kann. Und wenn das Investment an der Stelle für mich passt, dann habe ich da zu 99% schon meine Kaufentscheidung getroffen. Die Punkte, die wir jetzt gerade so im Detail besprochen haben, die gehen dann schon in den Bereich mit rein, dass ich als Investor tätig werde und die vorhandenen Zahnräder, die wir jetzt gerade beschrieben haben, die hier mal ein bisschen was nachstellen, da mal ein bisschen was nachstellen, das Potenzial im Prinzip, was sich aus den Mietverträgen ergibt, dass ich das dann nutze, um als Investor meine Potenziale heben zu können. Ne? Mhm. Und dafür gucke ich mir auf jeden Fall die Chancen, aber natürlich auch auf der anderen Seite die Risiken an. Mhm. Und deswegen sagte ich auch, ich prüfe diese Dinge, bevor ich beim Notar sitze, weil wenn jetzt so eine Situation, so wie du sie gerade beschrieben hast, ein Gewerbemietvertrag, ne, Indexmiete, die Inflation ist vielleicht mal rückläufig gewesen und wir haben nicht die aktuelle Marktsituation, sondern der Mieter hätte sogar noch Anspruch auf Geld, dann möchte ich dieses Risiko als neuer Eigentümer schon gerne kennen. Ne? Mhm. Und das würde an der Stelle natürlich auch meine Kaufentscheidung beeinflussen. In der Verwaltung ist das ja nochmal ein anderes Thema, aber ich denke, du wirst den Eigentümer wahrscheinlich darauf hinweisen, Mensch, guck mal hier, da sind entweder Potenziale, die du heben kannst, oder da sind Risiken, die auf dich zukommen. Ganz genau. Also so wie du sagst, ist das. Also ganz am Ende ist diese Analysephase für mich natürlich das Heben der Stammdaten, ganz am Ende mit dem Objekt zu arbeiten, die Verwaltungstätigkeit vorzubereiten und auch verbindlich zu machen. Das läuft alles darauf hinaus, dass das Rechnungswesen ganz am Ende über den Betrieb der Liegenschaft funktionieren muss. Und das muss auf einer vernünftigen Grundlage aufbauen. Also diese Grundlage muss verbindlich sein und die kann man sich nicht irgendwo hergeholt haben, sondern die baut eben auf all das, was wir gerade beschrieben haben, auf. Ne? Und das ist meine Verwalterbrille sozusagen, die ich dann da aufsetze. Einfach schon deswegen, weil ich das in ein laufendes, funktionierendes Rechnungswesen überführe, das allen Beteiligten gegenüber entsprechende Verbindlichkeiten überhaupt erst aufmachen kann. Also auf der Basis kannst du erst vernünftig Forderungen stellen. Auf der Basis kannst du erst auch deine Forderungen absichern gegenüber Mietern zum Beispiel. Wenn es Ausfälle gibt, dann musst du sie nicht nur als ein Beispiel, nicht nur erkannt haben. Du musst auch wissen, auf welcher Grundlage denn Ausfälle sind und wie hoch sie konkret sind, um durch ein vernünftiges, fristengesteuertes Forderungsmanagement und auch ein Mahnwesen, das da komplett dranhängt an diesem Thema, verbindliche Zahlen für den Mieter zu haben und auch entsprechende Forderungen überhaupt setzen zu können. Also das ganze Thema zeigt, wie entscheidend das für mich aus Verwalterperspektive ist, diese Dinge zu prüfen. Und was du am Anfang sagtest, genau so ist es auch. Also regelmäßig ist das der Fall, dass ich dann in der Prüfung der Unterlagen den Eigentümer darauf hinweisen kann, dass bestimmte Potenziale, vielleicht auch bestimmte Zahlungen, die man noch nachfordern kann oder vielleicht auch Veränderungen an den Betriebskosten, Betriebskosten, die man noch nicht erhoben hat, die man noch erheben sollte in Zukunft, Anpassungen, die man vornehmen sollte, vielleicht auch Veränderungen von Umlageschlüsseln, über solche Dinge kann man dann jeweils sprechen. Das ist quasi auch ein Ergebnis dieser Analysephase. Ne? Und deswegen halte ich die auch für extrem wichtig. Für mich ist sie
ist sie entscheidend, klar, aus Verwaltersicht. Aber grundsätzlich ist sie für den Eigentümer wichtig. Ich wollte gerade sagen, also als Investor ist das nicht weniger interessant, weil das, was du da gerade ansprichst, sind potenzielle Mieten, die ich als Eigentümer vielleicht schon verdient habe, aber noch gar nicht vereinnahmt habe. Ne? Also sind wir mal ganz ehrlich, bei ein oder zwei Einheiten den Überblick zu behalten, das ist ein einfaches. Aber je größer der Bestand ja irgendwann wird, kann ich mich selber nicht von freisprechen. Ich hatte mal eine Garage längere Zeit leer stehen, weil ich die gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass es diese Garage überhaupt gibt. Weil man ist ja auch als Eigentümer gar nicht so regelmäßig am Objekt, dass man jetzt sagen könnte, ach ja, die Garage hat doch der Herr Müller zum Beispiel gemietet. Also das heißt, erst in so einer wirklichen Detailanalyse und wenn man auch noch ein passendes Programm dafür hat, was einen vielleicht auch mal auf Leerstandsmanagement hinweist, ist das mit Sicherheit auch nicht verkehrt als Eigentümer. Aber für mich als Investor, da liegt Rendite auf der Straße, die ich eigentlich vereinnahmen könnte, die ich aber gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Und deswegen glaube ich, ist die Transparenz, also auch aus Sicht des Verwalters, A, beim Kaufprozess, also ich als Investor kaufe ein Objekt, dann kann ich gucken, wo liegen Potenziale, aber auch wenn du jetzt eine Verwaltung übernimmst, also eine laufende Verwaltung oder sowas, den Eigentümer erstmal darauf hinzuweisen, zu sagen, Mensch, guck mal hier, da hast du noch Mieten, die du steigern kannst, da hast du noch eine Garage, die du neu vermieten kannst, da ist vielleicht noch eine andere Fläche, die dir schon lange zusteht, die du aber noch gar nicht in die Vermietung gebracht hast. Guck mal hier in dem Indexmietvertrag, da hätten schon vor 3 Jahren die Indexmieten mal erhöht werden können, das hast du noch nicht gezogen. Also du deckst ja an der Stelle richtig Potenziale auf. Also du schaffst Transparenz für den Eigentümer. Ja, genau. Und das ist die Transparenz, die wird halt durch die Analyse hergestellt. Ne? Und man braucht die Analyse irgendwo, um vernünftig verwalten zu können, einerseits, aber andererseits erzeugt auch nur diese Analyse die Transparenz und die Möglichkeit, dann auch laufend vernünftig zu betreuen. Ne? Also ein klassisches Beispiel ist ja auch, irgendwie du hast ja keine Verfügungsgewalt darüber, ob Mieten pünktlich, termingerecht oder wie vereinbart gezahlt werden. Leider nicht. Ne? Leider nicht. Und das ist so ein Punkt. Also wenn du wirklich die Aufgabe hast, zu prüfen und zu überprüfen, ob Zahlungen pünktlich, fristgemäß oder eben auch mit einem gewissen Zeitverzug, aber dann trotzdem noch einer bestimmten Sollstellung zuzuordnen sind, wenn du diese Aufgabe hast, dann kannst du das eigentlich nur mit einer systematischen Buchführung lösen, meiner Ansicht nach, wo dann wirklich vernünftig ins Soll gestellt wird und vernünftig über das Mietkonto abgerechnet wird, also mit dem konkreten Zahlungseingang. Denn ansonsten verliert man wirklich schnell den Überblick. Ne? Ja, und jede Excel-Tabelle kommt da an ihre Grenzen, wenn da 3-4 Monate hintereinander die Miete zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt und im schlimmsten Fall sogar noch in unterschiedlicher Höhe gezahlt wird. Richtig. Und das dann nachzuhalten, Mensch, da kriege ich jetzt noch 30 Euro aus dem März und an der Stelle hat er eine Überzahlung gehabt, um das vernünftig nachzuhalten, bin ich der Meinung, kommst du mit einer Excel-Liste irgendwann nicht mehr weiter, sondern du brauchst ein vernünftiges Programm oder eine vernünftige Verwaltung dahinter. So ist es. Und du hast teilweise dreifache Trennung der Mietzahlung, je nachdem, wie es strukturiert ist. Du hast die Netto-Kaltmiete, die entsprechend zu überprüfen ist, die auch in sich zu erhöhen ist möglicherweise. Also das ist ein Vorgang, der ganz, ganz eigenständig läuft. Zweiter Vorgang ist die Zahlung der Vorauszahlung und Betriebskosten. Das ist eine separate Sollstellung sozusagen. Heizkostenvorauszahlung gibt es möglicherweise auch. Andere Mietkomponenten wie eine Garagenmiete oder so, dann bist du schon in der vierten. Wird in einer Summe zusammen überwiesen oder so? Das wird gerne in einer Summe zusammen überwiesen. Ja, ne? Und genau. Das muss dann irgendwo auch verstanden werden. Deswegen, ich gehe dann eben so vor, und das ist, empfehle ich auch ganz, ganz am Ende, dass all diese Zahlungskomponenten verstanden sind, also die gesamte Mietzahlung in ihren Komponenten analysiert und verstanden ist und so auch ins Soll gestellt wird und dann laufend überprüft wird. Ne? Und an all diesen Komponenten hast du eben auch die Möglichkeit, wie wir es gerade schon besprochen haben, zu optimieren zu unterschiedlichen Bedingungen. Ne? Ja. Also natürlich ist die Betriebskostenoptimierung was anderes als die Grundmietenoptimierung. Aber das zeigt umso mehr, wie differenziert man da drauf schauen muss. Wie gehst du eigentlich mit Dienstleistern um? Also ich mache mal ein Beispiel dazu, um das mal konkret zu machen. Ich habe ein Mehrfamilienhaus gekauft und habe vorher mit dem Eigentümer darüber gesprochen. Der hatte schon teilweise Dinge saniert, also zum Beispiel Heizungsanlage, gerade frisch gemacht. Freue ich mich als Investor ja darüber, wenn da schon mal eine neue Heizungsanlage drin ist. Aber mir geht es jetzt an der Stelle um so Themen wie Gewährleistungsansprüche und sowas. Wie gehst denn du da mit um? Also ich als Investor guck mir an, da ist eine neue Heizungsanlage verbaut worden und dann lasse ich in den Notarvertrag mit einschreiben, dass ich bitte nach Eigentumsübergang die komplette Unterlagenakte mit alten Rechnungen auch zur Verfügung gestellt bekomme und ich lasse mir auch in den Notarvertrag mit reinschreiben, dass die Gewährleistungsansprüche auf mich als neuen Eigentümer übergehen, damit nicht
ich erst mit dem alten Eigentümer sprechen muss, ey, hier, geh nochmal auf dieses Heizungsbauunternehmen zu, weil meine Heizung leckt. Da hat der alte Eigentümer in der Regel nämlich keine Lust drauf und deswegen lasse ich mir diese Gewährleistungsansprüche direkt übertragen. So jetzt als Käufer, Investor. Jetzt bist du in der Verwaltung damit beauftragt, ein Objekt zu bewirtschaften. Wie gehst du an der Stelle damit um? Ja gut, also ich muss mich mit der Ist-Situation auseinandersetzen. Also ich werde vom Eigentümer beauftragt, im Endeffekt diese Dinge zu prüfen. Und ich muss mir dann natürlich auch klassischerweise Wartungsverträge, Dienstleistungsverträge, Versorgerverträge anschauen, um sie laufend mitzubetreuen. Ne? Also wenn dann aus so einer auf so einem Kaufübergang im Endeffekt Gewährleistungen an alte Dienstleister entstehen, möglicherweise, dann ist das ein Szenario, das man tatsächlich realistisch einkalkulieren muss, sozusagen. Ne? Also du kannst natürlich den Wartungsvertrag wechseln, du kannst irgendwie einen anderen Dienstleister auf die Heizung setzen, einen anderen Handwerker auf die Heizung setzen, musst dann aber natürlich auch gucken, dass der dann entsprechend mit dem, was ihm da vorgesetzt wurde, arbeitet, das funktioniert und geht sicherlich, aber natürlich musst du auch im Hinterkopf haben, wer ist denn der Dienstleister gewesen, der da vorher dran war. Ja. Einfach um solche Dinge irgendwo klar zu haben, zumindest zu wissen, wer ist denn da der entsprechende Ansprechpartner, ne, wenn es um solche Dinge wie Gewährleistung geht zum Beispiel. Also das muss einfach auch mit dokumentiert werden, das muss mit verstanden werden. Die Menschen und Ansprechpartner und auch ihre jeweilige Funktion in der Liegenschaft müssen konkret verstanden sein und auch zugeordnet sein. Ja, und das geht dann eben auf alle möglichen Komponenten des alltäglichen Wirtschaftens, ne? Also Wartung, Dienstleistung, Versorgung, wie gesagt. Also so würde ich das, würde ich das sehen. Ne? Also ich glaube, da deckt sich unser gemeinsames Interesse. Ich lasse mir immer eine Dienstleisterliste mit aushändigen. Ja. Als klassisches Beispiel, ich habe ein Mehrfamilienhaus, da sind 27 Wohneinheiten und da ist die Klingelanlage neu gemacht worden. So, wenn man da jetzt einen Elektriker hinschickt, der keine Ahnung hat, wo die Kabel lang gegangen sind oder welches Kabel wofür war, kann der sich da auch einarbeiten. Wird aber wahrscheinlich deutlich mehr Zeit dafür verbrauchen als der Elektriker, der das ganze System aufgesetzt hat und das ganze System in Betrieb gebracht hat. Und allein schon aus diesem Interesse heraus, neben ganz vielen anderen Themen noch, aber das ist so ein klassisches Beispiel dafür, versuche ich mir als Investor immer eine Dienstleisterliste geben zu lassen, mit welchen Handwerkern hat der alte Eigentümer hier an der Stelle zusammengearbeitet, weil diese Dienstleister kennen das Objekt ja. Und natürlich, ich habe auch meine bevorzugten Handwerker, die ich gerne in so ein Objekt reinschicke, aber die alten Dienstleister kennen das Objekt im Zweifelsfall. Und wenn mein Handwerker nicht weiterkommt, bevor da jetzt die ganzen Wände aufgestemmt werden, um die Kabel zu verfolgen, klar, dann ruft man mal den alten Handwerker an, um einfach schnelle Wege zu haben. Ne? Ein Beispiel, das war eine große gewerbliche Einheit in der Hagener Innenstadt, also ein großes Geschäftshaus im Endeffekt, wo viel Planung passiert ist über die Zeit, in der ich da verwaltet habe, auch viel mit der Fläche, mit Verkaufsflächen gemacht wurde, auch konzeptionell umgeschichtet, umgebaut wurde. Und es war irgendwo aus vielen Dienstleistungs- und auch sozusagen Wartungsvertragsperspektiven schwierig zu ermitteln, was ein Status quo für eine bestimmte Baumaßnahme ist. Und dann war es extrem wertvoll, den Architekten, der sozusagen ältere Maßnahmen durchgeführt hat, zu kennen, der dann zufälligerweise, als ich Kontakt mit ihm aufgenommen habe, eben auch der Brandschutzbeauftragte gewesen ist und all solche Dinge. Der kannte das Objekt also wirklich aus einer Planungsphase wirklich hervorragend gut und war auch bereit, da nochmal mit reinzugehen. Ne? Also wenn man mit den Leuten dann spricht, dann hat man ganz andere Möglichkeiten und da tun sich dann ganz andere Perspektiven auf. Das geht natürlich nur, wenn man weiß, wer ist da drin gewesen oder irgendwie rausfinden kann, wer ist da drin gewesen. Selbst wenn man nicht weiß, wer vorher drin war, lohnt es sich manchmal, das noch rauszufinden. Denn absolut, das sind dann wichtige Ansprechpartner einfach, ja, wie du schon gesagt hast, ne? Die man braucht. Ja. Also wenn man jetzt diesen gesamten Kaufprozess, also ich würde das ja so in drei Phasen unterteilen, Ankaufsprüfung, Eigentumsübergang und dann laufende Bewirtschaftung. Ne? Ich denke, da ist es schon entscheidend und das kann man, glaube ich, jetzt so aus unserem Gespräch heraus auch einmal zusammenfassen, dass wir von vornherein in der Ankaufsprüfung uns schon die Verträge einmal zur Brust nehmen und einmal sich hinsetzen und im Detail einmal aufschreiben und sich die Prüfung der Unterlagen wirklich auch zur Brust nimmt, um einfach, also Mietverträge, Dienstleistungsverträge, also auch solche Dinge mit Wärmeverträgen, also Heizungsabrechnungen und sowas, dass man da in die Detailverträge einmal reinschaut, Kautionsverwaltung, ne? Also dass man sich wirklich dieses kaufmännische Thema in der ersten Ankaufsprüfung schon zur Brust nimmt und du an der Stelle Analyse, also wenn du ein Objekt in deine Verwaltung reinnimmst, erstmal die Bestandsanalyse im Prinzip zu machen, weil, das kann man jetzt auch festhalten,
daraus Potenziale gehoben werden können, die vielleicht erstmal noch gar nicht so sichtbar sind, aber an der Stelle schon wichtig wären zu wissen, dass man sagen kann, hey, da können wir ja noch ein bisschen mehr rausholen aus diesem Objekt. Ne? Also als Investor, ja, genauso als normaler Eigentümer auch, ja, ne, der eine vernünftige Verwaltung dahinter haben möchte. Ja, richtig. Also ich würde das auch so sehen, dass man im besten Fall sieht, dass das Dinge sind, die unglaublich verzahnt sind. Ne? Mhm. Weil wenn du aus der Investor- und Eigentümerperspektive in die Kaufentscheidung und Kaufprüfung reingehst, dann machst du ja eigentlich nichts anderes, als, na gut, einmal Wirtschaftlichkeit zu beurteilen, aber ganz am Ende auch schon all das, was Verwaltung ist, vorzubereiten. Also so gesehen ist, haben wir ja auch festgestellt, ohne diese Analyseprozesse eine Verwaltung gar nicht denkbar, in meinen Augen. Und umso mehr ist es natürlich sinnvoll, wenn man das sehr früh schon versteht, dass diese sozusagen Vorgänge laufend ineinander greifen und am Ende dann eben im besten Fall Verwaltungsentscheidungen, Strukturentscheidungen und entsprechende, sag ich mal, Rechnungswesen beeinflussende Aufbauten sozusagen, ich will es mal so abstrakt beschreiben, mitgedacht sind und so auch unmittelbar schon ein flüssiges Verwalten ermöglichen. Ne? Denn absolut, ja. Verwalten ist das Managen des Bestands, der Liegenschaft ganz am Ende. Und damit kannst du dir ja auch nicht ewig viel Zeit lassen. Mhm. Also ganz streng genommen bist du vom Augenblick des Kaufs an verantwortlich für all diese Tätigkeiten. Und je mehr du Blindflugzeiten am Anfang der Bewirtschaftung, desto schlechter ist es wirklich. Ne? Und nochmal im Umkehrschluss, das von vornherein aufzubauen, das macht mir eigentlich am meisten Spaß, das dann so verzahnt, wie es eben ist, zu sehen. Und dann ist das Ziel aus diesen Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen, die du in deinem Interesse und mit deinem Blick machst, irgendwie dann eine laufende gute Betreuung, eine laufende gute Verwaltung zu gestalten, funktionierendes Rechnungswesen zu generieren, Debitoren, Kreditoren, Buchhaltung, Sollstellung vernünftig zu organisieren und auf der Basis dann Forderungsmanagement, Mieterkommunikation, Mieterhöhungspotenziale durchzuführen, aufzudecken und im Endeffekt auch die ganze Bewirtschaftung und Betriebskostenabrechnung zu ermöglichen. Ne? Das ist sehr nah beieinander. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass jetzt der ein oder andere Zuhörer oder Zuschauer da draußen sich denkt, ach du Scheiße, das sind so viele Themen, ich habe doch gar keine Ahnung davon. Ich habe aber trotzdem Bock auf Immobilien und ich will an der Stelle einmal ganz klar und deutlich sagen, man muss nicht Profi in allen Bereichen sein. Ne? Also ich bin selber absolut kein Handwerker. Also ich habe zwar am Anfang auch mal mitgeholfen bei den Sanierungen. Gut, dass das keiner gesehen hat, was ich da verzapft habe, weil das war mit Sicherheit nicht gut, was ich da so gemacht habe. Aber ich habe mich dran versucht. Ne? So, und nur weil man jetzt in einem Bereich, also ob das das Handwerkliche ist oder ob das jetzt der kaufmännische Part, den ich jetzt, also den wir beide heute hier skizziert haben, nur weil man in einem Part der Meinung ist, dass man noch nicht gut darin ist, heißt das nicht, dass das ein Hindernis ist für den Kauf einer Immobilie. Weil das, was wir jetzt auch feststellen können, ist, wenn ich ein Handwerker bin, der sehr viel Eigenleistung mit reinbringen kann, aber die ganzen Wörter, mit denen wir jetzt gerade hier rumgespielt haben, die sagen mir überhaupt nichts und ich wüsste noch nicht mal, wo ich sowas nachlesen soll, dann ist die Erkenntnis, alles klar, ich brauche eine funktionierende Hausverwaltung dahinter, die für mich diesen Part des Investments übernimmt. Ja. Dann kann ich zwar das Renditepotenzial aus der kaufmännischen Verwaltung nicht selbst heben, aber wenn mir jemand als Profi zur Seite steht, der mir den kaufmännischen Part mal transparent aufmacht, habe ich die Chance trotzdem in dem Bereich davon zu profitieren und dafür kann ich aber doch trotzdem mein handwerkliches Geschick in Eigenleistung, ich kann die Wohnung super selber sanieren, kann ich doch immer noch damit einbringen und damit die Rendite an der Stellschraube erhöhen und den anderen Part, den gebe ich an einen Profi ab, der sich in dem Bereich besser auskennt als ich und habe aber trotzdem die Chance, dort die Renditen mitzunehmen. Absolut. Und so kann man, das ist eine gute Beschreibung und ich glaube, ich sehe das genauso. Und regelmäßig ist es auch so, dass wenn ich eine Verwaltungstätigkeit mache, eine kaufmännische Tätigkeit in dem Sinne, wie wir sie gerade beschrieben haben, eine kaufmännische Verwaltung, dann ist das ja auch nur als Basis gedacht, sozusagen als Sicherstellung des ordentlichen Betriebs und im Endeffekt des transparenten Zahlenwerks. Und mein Ziel ist ja, den Eigentümer dahingehend zu unterstützen, dass Entscheidungen, wenn das gewünscht ist, gerade noch selbst getroffen werden können. Ne? Denn auf der Basis dieses sozusagen grundlegenden Zahlen- und Rechnungswerkes kannst du auch, wenn du nicht so da drin bist oder auch einfach die Zeit nicht hast, das gibt ja unterschiedlichste Konstellationen, kannst du eben ganz konkrete Gestaltungsentscheidungen treffen.
Und das ist meiner Ansicht nach auch das Ziel einer vernünftigen Verwaltung oder kann das Ziel einer vernünftigen Verwaltung sein, diese Unterstützung zu geben. Ne? Also entweder ich habe keine Ahnung, also wo finde ich diese Daten, oder ich habe auch keine Zeit oder Lust, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Genau, aber genau. Das Endergebnis ist, man schafft Transparenz, man weiß jetzt, guck mal, hier ist ein Potenzial, lieber Eigentümer, lieber Investor, sollen wir das heben? Und dann kann ich als Investor entscheiden und sagen, ich möchte da jetzt aktiv werden oder wie möchte ich mit der Situation umgehen. Ganz ob du jetzt als Verwalter diese Transparenz schaffst oder ob ich jetzt selbstständig mich so tief eingearbeitet habe, um das Ganze zu heben, am Ende brauchen wir diese Informationen, um ein gutes Investment tätigen zu können. Ganz genau. Also das beschreibt es, glaube ich, wirklich, wirklich gut. Denn das ist die Fläche, auf der man dann sozusagen auch gestalten kann. Ne? Also ansonsten ist der Ballast zu groß. Ansonsten fehlt eben an allen Stellen das, was man braucht, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Ne? Und klar kann man auch sagen, Verwaltung soll bedeuten, vollständige Übernahme des gesamten Bewirtschaftungsprozesses. Der Eigentümer möchte da nichts mehr, wirklich nichts damit zu tun haben. Ganz am Ende nur Zahlen, Auswertungen, entsprechende Berichte, in welchen Zeitintervallen auch immer vorgelegt bekommen und wissen, das wird vernünftig bewirtschaftet, technisch und kaufmännisch. Aber es ist eben auch anders möglich und da kann man sich finden und das geht auch immer ganz stark mit dem Bedürfnis des Eigentümers zusammen. Ist ja klar, ne? Ja. Also meine Aufgabe ist an der Stelle zu unterstützen in der Verwaltung und das zu ermöglichen, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? Also ich werde auf jeden Fall in unsere Shownotes hier von der Sendung nochmal reinschreiben, welche konkreten Unterlagen jetzt bei der Begutachtung, also das, was wir jetzt gerade so im Kontext hier miteinander besprochen haben, welche Unterlagen das jetzt genau sind, das schreibe ich nochmal unten drunter, damit man sich da so ein bisschen langhangeln kann, schweres Wort, um da einfach eine gute Übersicht zu bekommen. Das schreibe ich auf jeden Fall unten nochmal rein. Und ich glaube, wir haben eine ganze Menge Fragen jetzt an der Stelle schon beantwortet. Ich bin mal gespannt, wie die Reaktion auf diese Folge sein wird, weil ich glaube, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel Input hier reingepackt und viele gute Tipps gegeben, an denen man vielleicht noch was lernen konnte, hoffentlich. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Feedback, möchte mich nochmal bedanken für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, heute nochmal Rede und Antwort zu stehen. Sehr gerne. Und bin gespannt auf eure Fragen. Kommentiert gerne unseren Podcast oder unsere Show hier und lasst uns euer Feedback zukommen, denn nur dann können wir auf die Inhalte auch eingehen, die ihr da draußen gerne hören möchtet. Vielen Dank, Matthias, dass du hier gewesen bist. Ja, liebe Leute, also danke für die Gelegenheit erstens und auch danke für das gute Thema. Es sind sehr viele Themen angesprochen worden, das ist klar, es ist ein weites Feld. Aber um eure individuelle Situation abzuholen, könnt ihr mich gerne persönlich ansprechen, jederzeit zu allen Themen, die im erweiterten Sinne an dem hängen, was wir heute besprochen haben. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes zu den Podcast-Folgen. Ich freue mich auf den Kontakt. Danke.